Willkommen zurück zu Borderlands 2 und ich suche jetzt Helden der. Achso, das ist. Ich suche gerade das Dings. Crater Bar. Weil ich es gefunden habe. Ah, hier. Angriff auf Disturb Quick. Das funktioniert halt nur, wenn man ausgelevelt ist. Glaube ich zumindest. Ich habe das noch nicht weit gemacht damals. Zumindest mit Level 72 fing das dann an und dann geht das halt hoch mit den Overpowered Leveln. Ich glaube nicht, dass es vorher geht. Das ist es. Deswegen kann ich nur diese eine Quest machen. Die halt nur den einen Weg geht. Ist halt eine komplette Arena. Man kann das hier ein bisschen sehen. Die man längs laufen muss und überleben muss. Und es gibt zwei Wege halt. Willkommen beim Gauntlet. Folgt bitte dem Geruch von Erbrochenem und Tränen, damit wir uns persönlich sprechen können. Das Erbrochene stammt von mir. Ich empfehle also, sich abzuwenden. Okay. Genau. Ich hoffe, man kann es sehen. Oh, nicht wirklich, kann man was sehen, ne? Ich glaube nämlich, auf der rechten Seite kommen wir nämlich... Doch, da kommen wir hin. Das weiß ich. Aber wie gesagt, ihr werdet das sicherlich gleich sehen. So, lass mal Tennis schnacken. Bleib. Dieses Tor stellt einen Intelligenztest dar. Habt ihr genug Grips, um rauszufinden, wie man es öffnet? Natürlich. Denke ich doch. Okay, wir haben eine Hilfe. Die Karte zeigt nur sonst, wo wir hin sollen. Dann leuchtet der Schalter auch noch so verdächtig grün. Ich denke mal... Tor offen. Herzlichen Glückwunsch. Nach Pandora-Maßstäben kann das nur ein Genie. Ernsthaft? Quest beendet? Geil. Außerordentlich. Mithilfe von Iridium, Digistruct-Technologie und Scooters Wurstfingern, bitte nicht zu viel hineininterpretieren, habe ich die Testkämpfe zusammengestellt, die ihr vor euch seht. Bei Bestehen seid ihr bereit für ein neues Pandora mit übermächtigen Feinden, bessere Beute und Nacho-Käse satt. Es war ein ereignisreiches Jahr. Ab jetzt! Genau. Nur hat es noch keine Auswirkungen auf uns, weil wir halt nicht das Max-Level haben. Aber trotzdem werde ich das jetzt einmal durchspielen. Solltet ihr auf diesem Parcours sterben, werde ich das als stumme Aufforderung verstehen, ihn leichter zu machen. Welche ich natürlich ignorieren werde. Massenmord ist oft eine Art Qualitätskontrolle. Und los geht's! Wie ihr seht, das... Man muss nämlich alles töten hier, um ihn halt in die nächsten Arena und so weiter zu kommen. Ich weiß nicht, was hier hinten ist. Ob ich... Also finden kann man hier nichts, sie sind nur Gegner. Tollwütiger, ich hasse sie. Ich treffe den nicht, das gibt's doch nicht. In den nächsten. Wieder ein Tollwürdiger. Rumpa, der macht Spaß! Weil die können repariert werden. Wie geil.
Wieder ein Tollwütiger. Der gibt ja gute XP, ja, die Tollwütigen, ne? Na gut, auf dem Level eigentlich weniger, aber... Wenn man jetzt so bedenkt... Ach komm her, echt, du nervst. Okay, Gegner erledigt, gehe zum nächsten Testbereich. Könnte ich mich jetzt nochmal voll tanken mit Munition? Weil ich denke mal, desto höher das wird, also desto höher man das auf Overpowered Level macht, gemacht hat, desto stärker und krasser werden auch die Gegner hier werden. Kann ich mir gut vorstellen. Also ich meine, das Max Overpowered Level ist 8. Höher geht nicht. Da Brick und Mordecai sich bildlich gesprochen gegenseitig die Arme abreißen, wer die plötzliche Fülle an Kammern jagen darf, haben Lewis und ich diesen Parcours für die Crimson Raiders geschaffen. Ihr werdet mir helfen, seine Tödlichkeit zu testen, damit ich nicht versehentlich die halbe Streitmacht Sanctuary zu einem Haufen winsender dreifach amputierter mache. Ich glaube, es ist einfach hier mit der Confirmation Call, oder? Naja. Ja, auf Entfernung. Da drüben sind Gegner, oder? Ach, die kommen rübergesprungen, alles klar. Psychos! Zwerg! Erdefahne. Bleib doch mal stehen. Das ist eine Kacke. Es gab einmal einen, der wollte den Skag zum Maskottchen Pandoras machen, bis er gefressen wurde. Von seiner Mutter. Aha. Badass, badass. Noch einer. Ja, das ist das, was ich am liebsten mag. Auf zum nächsten Bereich. Ah, hier gibt es auch einen Shop jetzt, okay. Für Granaten, ah, nö. Munitionskisten sind ja nicht genug hier. Achso, ich soll da runterspringen, was? Butcher Base. Ja, denn da war einer. Oh. SPIPZR. Alles klar. Ach, ein Psycho und ein... Oh Gott, ich bin da fast tot. Wer ist erledigt? Ist da noch so einer? Tatsächlich, ich fasse es nicht. Ein Tollwütiger! Ey, komm! Gut, diese Stelle war doch mehr anspruchsvoller. Also hier kamen krassere Gegner.
Auch ein neuer Gegner, den man noch nicht kennt. Ist das der Eingang da? Ja. Befreunde deine Gegner. Null. Nee, kill sie. Na, was kommt denn hier? Entstellt ihr immer noch sein Ebenbild. Obwohl, so enthemmt wie ihr in der Gegend rumballert, hätte ich vermutlich auch Fotos von kleinen Hündchen aufstellen können und ihr hättet auch darauf geschossen. Auf jeden Fall. Wenn du es. Wenn die Quest das sagt, wir machen alles, was die Quest sagt. Da oben. Wie goldig! Stummel! Verfüßen wir den Tag! Du kannst mich nicht töten! Ich sterbe morgen! Oh mein Gott! Das ist altmodischer Kram. So wie Pluderhosen oder Liebe. Coole Kids killen alle Gegner, bevor es weitergeht. Das habe ich ja vor. Kammerjäger, das hier hat oberste Priorität. Ihr müsst einige getarnte Sprengsätze entschärfen, die im Kampfgarten versteckt sind. Irgendwo da soll ich hin. Warte. Diese sogenannten Zwiebeln da im Boden, das sind in Wahrheit getarnte Hyperion-Sprengsätze, die Raiders an ihrem wundesten Punkt treffen sollen. Dem Gärtnerbataillon. Sammelt die Zwiebeln ein, aber nicht die Karotten. Ja, sammelt weiter die Zwiebeln. Das sind Bomben, die Sanctuaries Vegetarier verletzen sollen. Oder es sind wirklich Zwiebeln. Jedenfalls weg damit. Mein Garten ist wieder kampfbereit. Eine ausgewogene Ernährung ist die beste Massenvernichtungswaffe. Okay. Ach, das wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich das voll verdrückt. Das ist der Hammer! Was sind denn das für Marauder? Was haben die denn da auf dem Rücken? Oh, nicht Ratten, ey. Komm, ernsthaft. Die hasse ich am meisten, die Viecher. Mich hörst du nicht raus da, raus da. Ach, das ist wieder so ein... Oh. Oh. Zum Teufel mit dir, Sigmund Freud! Komm schon, Schild, Schild!
Komm. Jetzt auch rauf da. So, obwohl Jack tot ist, entstellt ihr immer noch sein Ebenbild. Obwohl, so enthemmt wie ihr in der Gegend rumballert, hätte ich vermutlich auch Fotos von kleinen Hündchen aufstellen können und ihr hättet auch darauf geschossen. Du wiederholst dich, Mädchen. Jacks Ebenbild zerstört zu sehen, erfüllt mich mit einer Freude, die ich sonst nur empfinde, wenn ich sehe, wie kleine Kinder sich wehtun. Oh Mann. Die hat echt einen Schuss weg. Hier geht's weiter und los. Oh Gott. Oh ja. Wuff, wuff, komm, komm. Marauder werden von Gier und Blutdurst getrieben. Sie sind also ein wenig wie Markus Kincaid, nur ohne Bart. Ach, das ist keine Ratte. Ja. Oh, Badass, komm her. Komm, stirb. Eins. Oh, das war unglaublich. Diese ganze Gewalt war lehrreich und unterhaltsam. Weiter. Schaffe Leben, ihr bringt den Tod. Wir sollten zusammenziehen und unsere Daten im Echonet posten. Mhm. Sniper. Ey, wie viel halten die aus? Die Granate ist immer noch das Beste. So brutal, wie viel Schaden die macht. Ah, verfehlt. Hä? Aua, 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 die Granate. Oh, die scheiß andere Waffe wieder, ne? Vermittag! Gleich habt ihr es geschafft. Gemäß den Gesetzen guter Dramaturgie habe ich aber das Schwierigste für zuletzt aufgehoben. Ja, ist doch immer so, oder? Darüber nachgedacht, dass die Banditen die Helden sein könnten und wir die Schurken? Falls ja, lasst es. Naja, sind wir besser als sie? Wir töten sie auch. Wir töten ja auch die ganze Zeit, ne? Assassin Red? Woher kenne ich den? Aber der macht auch verdammt viel Schaden. Falls ihr bis vier zählen könnt,
dürften euch diese Assassins keine Probleme bereiten. Durchaus Probleme könnte euch bereiten, auf diesem Planeten Freunde zu finden. Das sind die Assassine aus einem Quiz. Ist auch noch ganz von Anfang. Deswegen, die droppen die ganze Zeit diese Waffen mit den... Aua! Rum mit roten Namen. Oder roten Spruch. Oh. Was hältst du aus? Der dürfte... Okay, der hat keine gedroppt. Macht euch auf viel Text gefasst. Ja, ja, das ist es. Wir müssen halt höheres Level haben. Das bringt... Das hat halt zurzeit keine Auswirkung auf uns. Kisten aus dem Nichts digistrakten. Wäre ich blöd, würde ich jetzt einen Gotteskomplex bekommen. Aber auch nichts Besonderes. Kommt man denn da hin? Der Parcours ist absolviert und ich habe eure bimorphen Gefechtsdaten ausgewertet. Nebenbei, kann sein, dass ihr schwanger seid. Was? Ja, somit war's das. Und wie gesagt, das war jetzt nur die rechte Seite der Map. Es gibt halt noch links und ich meine, hier unten gibt's noch eine. Und drei Seiten insgesamt. Und das Problem ist halt, wir können jetzt diese Quest jedes Mal wiederholen. Immer wieder und immer wieder das gleiche Spiel von vorne. Nur bringt uns das halt nichts. Wäre möglich, dass ich gelogen habe? Deswegen, als nächstes würde es eine Waffe geben. Ich könnte das jetzt die ganze Zeit so weitermachen, aber das unterlasse ich eben. Ich würde sagen, ich verabschiede mich von diesem Part hier und dann muss ich mal gucken. Dann würde ich sagen, ist halt als nächstes Level angesagt. Speichern und beenden. Da muss ich mal Charakter auswählen. In Salvador und dann auf Warenkammerjäger. Und dort werde ich halt so schnell die Story-Quest machen, wie ich kann, um halt Level 48 zu werden. Bisschen durchwaschen. Das werde ich dann im nächsten Part machen, so dass wir dann Level 50 sind, die restlichen Quests abschließen können und damit die 100% Challenge endlich vorbei ist und wir damit fertig sind. Gut, ich verabschiede mich erstmal von hier aus und wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Also bis dahin, ciao!